Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Hasselback-Kartoffeln und zwar im Ninja Foodie Multikocher vorstellen. Geht in jedem Multikocher, Hauptsache ihr habt eine Schnellkochtopffunktion, Dampfen und Airfryer. Los geht's! Ja, wie immer habe ich alles, was ich brauche, schon mal bereitgelegt für die Hasselback-Kartoffeln. Welche Überraschung, brauchen wir natürlich Kartoffeln. Wir brauchen außerdem Salz, Pfeffer. Ich habe hier dann Rapsöl genommen, ein hocherhitzbares Öl und neutral. Emmentaler und ein bisschen Petersilie zum Garnieren. Und das war's auch schon. Los geht's. Die Hasselback-Kartoffeln sind ja Fächerkartoffeln und damit man die Fächer schneiden kann und es ein bisschen einfacher ist und die nicht aus Versehen durchschneidet, nehme ich immer zwei chinesische, asiatische Essstäbchen. Und wenn ihr Rechtshänder seid, rechts das dicke Ende, links das dünne Ende von den Essstäbchen und dann packt ihr eure Kartoffel dazwischen. Hier bei mir waren das 7 Stück, die passen genau in den Korb und dann fixiert ihr mit dem Handballen, mit der linken Hand unten die Stäbchen und dann könnt ihr mit der rechten Hand hier super eure Fächer schneiden, die Kartoffeln kleine Spalten schneiden und Achtung auf die Finger, ne? Immer schön aufpassen auf die Finger, aber es geht wirklich gut mit der Technik und wenn ihr hier mit der Kartoffel fast durch seid, ihr könnt nicht durchschneiden, ne? Weil er auf dem Stäbchen immer hängen bleibt, so soll es ja auch sein, dann dreht ihr einfach einmal um und schneidet den Rest der Kartoffel. Ich finde das eine super Technik und wirklich einfach auch für Leute, die vielleicht nicht so fit sind im Schneiden, da keinen Bock drauf haben, das geht wirklich gut. Ja, wenn ihr das richtig macht, dann habt ihr hier eben eine Fächerkartoffel. Na, die sieht gut aus, finde ich. Das hat gut funktioniert. Ihr könnt es auch dünner schneiden. Für meine Zwecke reicht die. Ich wasche jetzt die Stärke aus. Das hat sich bewährt. Dann kleben die Kartoffeln nicht so. Müsst ihr nicht machen. Ist aber wirklich ganz nützlich. Ja, und dann geht es auch schon an den Ninja Foodie Multikocher hier. Zunächst mal 250 ml Wasser reingeben. Wir wollen ja gleich dampfen, also die Schnellkochtopffunktion benutzen. Und dann setze ich hier den Knusperkorb an, wie das Ding immer so schön heißt. Also erst den Knusperkorb hier einsetzen. Und dann lege ich meine Kartoffeln mit der Fächerseite nach oben in den Knusperkorb. Und wenn ich alle Kartoffeln hier im Knusperkorb habe, dann Deckel zu und dann fangen wir an. Erster Schritt. Hier jetzt, das ist der Smart Lid 14-1. Da müsst ihr oben mit dem Slider erstmal einstellen, die Funktion. Ihr müsst ganz links rüber, damit ihr die Schnellkochtopffunktion, die Pressure-Funktion kriegt. Wenn ihr das gemacht habt hier, dann stellen wir auf High. Also wenn ihr ein anderes Gerät benutzt von Ninja, immer die High, die höchste Stufe nehmen, wenn ihr wählen könnt. Und hier reichen jetzt locker 6 Minuten, 5, 4 hätten wahrscheinlich auch gereicht. Ich habe jetzt hier 6 genommen, denn er heizt ja noch eine Zeit lang vor. Das reicht allemal. Und wenn wir hier die 6 Minuten eingestellt haben bei High Pressure, auf geht's. Und wenn er vorgekocht hat, hier noch dabei ist, dann denkt bitte dran, vorher müsst ihr das Ventil auf Seal stellen, also verschließen, damit er auch wirklich Druck aufbauen kann. Und wenn ihr abgedampft habt hier, dann sind wir auch schon mit dem ersten Schritt durch. Das sind so in der Summe 10 Minuten, 12 Minuten. Dann müsst ihr oben den Slider wieder ganz nach rechts schieben bei dem Smart Lid, weil der Deckel sonst aus Sicherheitsgründen nicht aufgeht. Und jetzt bitte vorsichtig, da kommt heißer Dampf raus, also bitte nicht den Kopf einhalten, nicht das Gesicht. Erstmal ein bisschen hier den Dampf entweichen lassen und dann seht ihr, eure Kartoffeln sind jetzt auch schon wunderbar durch. Und jetzt kommt als nächster Schritt das Öl. Ich habe so eine Sprayflasche hier, das ist sehr praktisch für Heißluftgeräte und sprühe jetzt meine Kartoffeln hier ordentlich mit dem Öl ein, mit dem Rapsöl, dann pfeffern und gut salzen. Wir brauchen ordentlich Salz, Kartoffeln vertragen ja Salz, dann schmecken sie einfach nicht, trotz des Käses hinterher. Also spart nicht mit dem Salz, ihr könnt da ruhig ordentlich Salz drauf geben, denn das führt auch gleich dazu, dass sie so ein bisschen austrocknen und crispy werden. Nächster Schritt, Deckel zu wieder und jetzt benutzen wir als nächstes die Airfryer-Funktion. Und da nehmen wir 200 Grad, das ist hier vorgegeben bei mir, das ist okay, und 15 Minuten. 15 Minuten sind genau richtig und los geht's. Und jetzt werden unsere Kartoffeln erstmal 10 Minuten jetzt geölt, gesalzen und gepfeffert, ein bisschen weiter im Airfryer bearbeitet und dann merkt ihr schon, die sind jetzt oben schon richtig crispy, richtig schön, aber innen eben trotzdem weich. Und jetzt gebe ich den Käse oben drüber über meine Hasselback-Kartoffeln. Da müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass der nicht komplett daneben fällt. Wahrscheinlich könnt ihr auch eine Scheibe nehmen. Ich glaube, die zerläuft nur nicht so gut in die Ritzen. Macht's mal, wenn ihr es macht, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich nehme immer geriebenen Käse und versuche den so oben drauf zu bröseln, dass er drauf bleibt. Und wenn ich meinen Käse hier verteilt habe, dann Deckel zu und dann kommen die letzten 5 Minuten Airfryer. Und das war's auch schon. Und wenn die 5 Minuten hier im Airfryer jetzt um sind,
Dann schauen wir uns mal unsere Hasselback-Kartoffeln an und ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt hier den Deckel aufmacht, dann kann man sehen, die sehen echt schon richtig, richtig lecker aus. Ein Haufen Käse, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Käse, für meinen Geschmack toll, ich mag viel Käse, also mir gefällt das gut und dann können wir auch gucken, ob es geklappt hat. So, wenn ihr den Knusperkorb rausnehmt, Achtung, das Ding ist heiß. Bitte benutzt Handschuhe, wenn ihr den rausnehmt. Ich nehme jetzt hier aus meinem Knusperkorb 3 Kartoffeln und dann habe ich mir so ein bisschen Creme Fraiche nebenbei angemischt, ein bisschen Quark, ein bisschen Joghurt, Pfeffer, Salz, Zitronensaft, da brauchen wir gar nicht viel für. Creme Fraiche und dann bestreue ich jetzt hier meine Hasselback-Kartoffeln noch so ein bisschen mit Petersilie für die Optik und für den Geschmack. Und dann war es eigentlich auch schon. Und der Geschmack ist wirklich toll. Es ist nicht nur eine Beilage, es ist echt ein richtig tolles Hauptgericht. Also ich denke, meine Hasselback-Kartoffeln im Ninja Foodie Multikocher haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.